So, und damit seid wieder recht herzlich willkommen zurück bei Anno 1404 Venedig in einer neuen Folge. Geduld ist der Schlüssel zu. Wir haben hier einen Auftrag von Ibn al-Hakim, was wir erledigen sollen. Wir sollen 8 Tonnen Brot und 8 Tonnen Rinder besorgen, beziehungsweise nicht ganz, sondern eigentlich das Dreifache davon und zu irgendwelchen Inseln bringen. Unsere neues Riesen-Kaufmannslager, weiß ich was, Schiff, unsere halbe Arche, die werde ich mal kurz beiseite stellen. Wieso ist der so gedamaged? Reparaturkran und so? Wo ist der Reparaturkran überhaupt? Ach, der ist da hinten. Ja, sollten wir vielleicht hier vorne mal einen hinpacken. Warte mal. Reparaturkran. So, ich packe hier vorne einfach mal direkt beim Kontor einen hin. Genau hier. Damit auch richtig schön im Weg steht, so. Hm? Wer ist er denn? Hä? Wieso? Habe ich irgendwas verpasst, dass die hier einfach rumstehen? Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz was untersuchen. Nö, sieht eigentlich okay aus. Huch. Gewürze. Horizon. Ach so, genau, da haben wir irgendwann mal das Schiff ausgetauscht. Ja, und das kommt gerade an. Ja, ist keine schlechte Idee, denke ich. Der soll eigentlich ausschließlich Dingens. Wo ist er denn jetzt? So. Der soll eigentlich ausschließlich Gewürze transportieren. Aus irgendeinem Grund hat er noch Glas dabei. Die hier brauchen wir denn eigentlich gar nicht mehr, diese kleinen Furzschiffe. Das hier ist die Bio- und Brotroute. Alter, wie die sich alle drängeln im Hafen, ne? Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn. Hallo? Okay. Achso, ja, stimmt. Die sind ja im Krieg, genau, da war was. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir noch mal ein paar mehr an Landungsstege aufbauen. Hier bei der Werft baue ich noch mal vorne ein. Dann würde ich hier gleich noch mal einen zweiten hinbauen. Hier vorne geht gar nicht richtig. Hier könnten wir einen hinbauen, aber da haben wir, glaube ich, ja schon einen. Dann baue ich eher noch mal hier einen hin. So. Alter, dieser Hafen, ne? Aber ich glaube, wir sollten vielleicht hier hinten auch noch mal ein bisschen ausbauen. Dass die hier auch anlegen können. Ne, ist ja relativ gemütlich hier hinten noch alles. Naja, ganz kurzer Blick ins Lager. Haben wir denn überhaupt Rinder da? Ja, haben wir. 45 Stück. Das heißt, wir brauchen 3x8 Rinder. Ist das unsere Kaufmannskogge hier? Großes Kriegsschiff. Achso, ja genau. Egal, nehmen wir ein großes Kriegsschiff, sehr egal. Das heißt, wir brauchen 8, 16, 24... Rinder. Und wir brauchen auch nochmal die gleiche Menge Brot. Brot? Alter, Brot? Brot! Die waren doch gerade erst da. Hä? Oh, das sind Gewürze. Hä? Nein, ich muss... Schlagt mich bitte. Schlagt mich bitte. Wahrscheinlich habt ihr es schon längst in den Kommentaren geschrieben in der letzten Folge. Oh, 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 wir haben ein Riesenproblem gerade. Oh, 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 Scheiße. Haltet durch! Nein! Unsere Bilanz sinkt. Die wollen ja noch kein Brot. Nein! Vor allem bei denen macht das ja auch gleich erstmal nochmal 45% aus. Bei denen hier sind es zum Glück nur noch irgendwie 25. Trotzdem nicht geil. Alter, Brot! Liefer mir Brot! Brot! Viel Brot! Mehr wie da drin ist. Wir brauchen ein größeres Lager hier. Warte mal. Lass mich mal kurz zusammenzählen. Das hier sind eigentlich im Prinzip fast 300 Tonnen Brot. Mal 3 macht eigentlich 900 Tonnen, die wir theoretisch abholen könnten. Also lass mich mal kurz Folgendes machen. Keine Angst, es ist nichts Perverses. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht eine Speicherstadt bauen. Das Ding kostet aber 200 Bilanz. Es bringt 300 Tonnen, das ist das Zehnfache von einem normalen Lagerhaus. Kostet aber 100 Bilanz weniger, aber dafür wahnsinnig viele Baumaterialien.
Gibt Schiffen auch einen Geschwindigkeitsbonus und vergrößert ihre Laderäume. Weißt du, ich beginne hier einfach mal mit dem Bau von so einer Speicherstadt nochmal. Diese ein gewaltiges Monument. Ja, dann fang mal an hier. Speicherstadt. Bestimmt werdet ihr so. So, und wir brauchen auch generell noch mehr Lagerhäuser auf jeden Fall. Aber dafür brauchen wir Glas, verdammt. Ich will hier nicht eine halbe Million irgendwelcher Pimmelhäuser bauen. Das ist einfach Kacke. Aber ich glaube, fürs Erste bleibt uns nicht viel anderes übrig. Hauptsache, wir haben erstmal irgendwie ein bisschen mehr Lagerraum. So, irgendwie 345 Tonnen. Naja, wenigstens etwas. Komme ich auch noch mal ein paar mehr hin. Ihnen wurde ein neuer Erfolg zuteil. Sieht nicht besonders gut aus, ist aber nützlich. Wie geil, sie haben auf einer Insel 20 kleine Lagerhäuser errichtet. Was sagt er wohl, wenn du 100 von den Dingern hast? Kommt wahrscheinlich eine Meldung, ob du nur alle Tassen im Schrank hast. So, aber Moment, bevor wir es natürlich erst aus den Augen verlieren, der liebe Live und wie so, nett, ja. Dass du mich besuchen kommst. Wir kommen dich doch immer besuchen. Oh, du gibst mir deinen Schlüssel, das ist aber lieb von dir. Ich habe beschlossen, den reichen Legendenschatz des Orients für die Nachwelt auf Pergament zu bannen. Ich nenne das Werk Geschichten für 100 Nächte. 100 Nächte, meinst du, das reicht? Ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass es so bleibt. Ein Mitspieler hat sich den Stadtschlüssel einer Insel angeeignet. Das haben wir wohl. So, wollen wir weg. Erstmal hier. Du warst gemein zu mir. Oh, willst du einen Keks haben? Du kriegst meinen Keks nicht. Das ist mein Keks. So, wir rupfen hier wie gewöhnt erstmal alles auseinander. Blub, 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 blub. Achso, es macht übrigens Sinn, die Dinge einzeln abzureißen, weil wir dann die Baumaterialien bekommen. Gut zu wissen. Gut, den Reparaturkran hätte ich jetzt auch stehen lassen können. So viel nun nicht. Das Lagerhaus lasse ich. Das Lagerhaus ist scheiße platziert. Und so. Haben wir uns die Insel gesichert? Jawohl. Geil. Mega genial. Vor allem hier steht schon ein schöner großer Kontor. Das ist wunderbar. Aber wir sollten mal wieder einen Blick ins Handelsmenü werfen. Wenn du mich so lieb bittest, trage ich mein Gedicht natürlich. 93%. Ich weiß, du mich so lieb bittest. So, siehst du, schon ist er wieder ein bisschen freundlicher. Es tut gut, dich zu sehen. Natürlich, Baby. So bei ihr, ne? Oh. Bei ihr brauchen wir uns gar keinen Kopf im Moment machen, aber der Live ist natürlich ein bisschen aggro auf uns. Kein Wunder, wir schnappen ihm ständig die Inseln weg. 0 Tonnen Brot. Na gut, es scheint ihn jetzt nicht sonderlich viel auszumachen, wie mir scheint, aber es drückt ganz schön die Bilanz runter. Puh, wo bleiben die denn, die Schiffe? Oh, scheiße, der Auftrag, genau. Können wir den noch machen? Ja, das kriegen wir hin, okay. Ja, wo sind denn die Schiffe abgeblieben? Hä? Nein, Mann, komm schon, so dumm kann man doch gar nicht sein. Das gibt's doch nicht. Alter, komm schon. Nein. Wieso mache ich denn sowas? Nee, komm, nicht nochmal. So. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich total übermüdet bin von der letzten Nacht, ne? Aber, also, das klingt jetzt auch schon wieder irgendwie ein bisschen komisch, aber, weißt du, wenn so eine rollige Katze die ganze Zeit jault, ist es einfach schwer zu schlafen. Aber, ey, nee, komm schon, Digga, nee, Mann, das ist voll uncool gerade, ja. Da lümmelt der mir einfach mal direkt am Kontor vorbei mit irgendwie, wie viel ist das, 75 Tonnen jeweils? Warte mal, lass mich mal kurz durchrechnen, 150, 225, 625, 675 Tonnen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Brot. Schwimmen einfach mal so übers Meer und füttern die Enten damit wahrscheinlich irgendwie. Ey, was läuft? So verpeilt war ich schon meine lange Frau nicht mehr. Wir sind mit dem zufrieden, was Gott uns gegeben hat. Ich wollte mir gerade einen blöden Kommentar dazu einfallen lassen, aber dann habe ich es doch gelassen. Genau. Oh, weißt du was? Ich fahre jetzt kurz hier hoch, das geht schneller. Wir holen uns hier das Brot und fahren dann wieder zurück. Ehe ich jetzt warte, bis die hier wieder unten sind. Weil dann fahren wir nämlich gleich weiter. So, der holt jetzt wahrscheinlich nochmal, was haben die jetzt gemacht hier? So, der hat jetzt 63 Tonnen Bier, der hat gar kein Bier. Und das ist sein Bier.
Die Arbeiter kommen gut voran. Ja, alles läuft bestens. Ein Sandsturm zieht auf einer Insel, die nicht bewohnt ist, wo es aber Rosen gibt. Und Gold und Kupfer. Epische Musik spielt ein, weil nichts passiert. Genau. Ist das unser Schiff? Nein. Was ist denn das Schiff hier? Irgendein Kriegsschiff? Ich mach das mal hier rüber. So. Wo ist eigentlich unser anderes Kriegsschiff abgeblieben? Achso, das ist das hier. Okay. So, ich beschleunige mal ein wenig. Oh, Leute, ladet bloß dieses bescheuerte Brot aus endlich, ey. Ah, hier kommt noch ein bisschen Most. Wie sehen eigentlich beim Most aus? Wie sehen eigentlich überhaupt die anderen Sachen alle aus? Ich weiß es gar nicht. Oh, scheiße. Lederwämser sind auch alle. Aber da können wir nachliefern. Das ist ja, sollte nicht so das Problem sein. Aber so langsam bekommen wir Probleme, wenn die nicht mal ihr Zeug haben. Vor allem die Lederwämser machen einen verdammt großen Teil aus. Okay, also Lederwämser brauchen wir noch. Da bekommen wir natürlich ein weiteres Problem, nämlich dass wir keine Flussbauplätze mehr haben. Das ist schlecht. Aber wenigstens haben wir denn erstmal wieder Brot. Ich denke, Nahrung ist wichtiger als frische Kleidung in dem Sinne. So. Genau. Wir brauchen jetzt 24 Tonnen Brot. So. Und damit fahren wir jetzt mal zur ersten Insel. Wir fangen mal hier hinten an. Und währenddessen schauen wir schon mal wegen den Lederwämsern. Schau mal hier, hier haben wir nämlich schön Flussgebiet. Ich weiß gar nicht, was braucht man denn dafür nochmal? Salz und was braucht man noch? Ah, Schweinezucht. Benötigt fruchtbaren Boden. Okay, das können wir eigentlich hier hochziehen. Ich denke, da brauchen wir auch nicht so viel von. Könnten wir sogar hier hinten irgendwo reindatschen, aber muss nicht sein. Mal Salz sehe ich doch hier oben schon, ne? Ja, genau. Sohle vorkommen, wunderbar. Eigentlich könnten wir die Sohle auch von der Hauptinsel rüberbringen, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. So, dann warte mal, können wir hier Steinweg bauen? Ja, das mache ich mal. Lohnt hier noch irgendwo Steinweg? Ja, hier. Steinweg. Die Brücken bauen sich anscheinend nicht aus. Ja, da hinten ist eh nichts mehr großartig. Achso, siehst du, von wegen großartig und so, da muss ich ja direkt mal schauen. Ist hier eigentlich noch alles so, wie es sein soll? Oder ist hier irgendwas? Nee, alles 100%. 100%. Ja, die sowieso. Okay. Dann können wir jetzt hier... Kann ich eigentlich... Ach ja, das geht wunderbar. Machen wir das gleich mal so. Huch. Ein Steinweg. Und dann machen wir... Schweinestall und dann können wir... Wie viel hat er nochmal? Drei, ne? Ne, vier Schweinestelle. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Warte mal. Mal ganz kurz abgleichen. Wo sind denn die überhaupt? Hier unten? Rinderstall? Schweinestall, hier. Bei Allah, das... Den brauchen wir nicht nochmal. Uff. So ein komisches Konzept war das ja, genau. Aber das können wir nachbilden. Wir haben eine relativ große Knappheit von dem Zeug, deswegen wäre es vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, wenn wir da nochmal komplett so ein Konstrukt hier hinknallen. Wir brauchen wie viel Platz nach außen? Warte mal, hier haben wir eins. Das Ding ist... Ich brauche was zum Abmessen. Nee, das ist Kacke zum Abmessen. So. Vier Felder. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun in jede Richtung. Vom Marktplatz aus gemessen. Okay. Schauen wir mal. Drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dort... Boah, ich kann das gar nicht erkennen. Wenn ich von unten schaue... Nee, von oben, nee. Okay, müssen wir da nochmal durchgehen. Nein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das dürfte hinhauen. So. Und dann haben wir das wie gebaut. An jeder Ecke gibt es einmal so einen Zippel, einen Wegzippel.
Wo war ich jetzt? Hier, ne? Warte mal, gucken. Mal. Nicht, dass ich es falsch mache. So, da, da, da. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Na, komm. So. Und dann kommen die Farmen. Ah, unser Schiff ist auch mal da. So, wie waren die Farmen jetzt dann? Die werden immer nach außen weggebaut. Ich kann euer Zaudern bei diesem Auftrag verstehen. Boah, Alter, nö. Welch neckischer Mummenschanz. Was? Was will er von mir? Was, ey? So, okay. Puh. Ich hoffe, das reicht mit den Baumaterialien dann noch. So, und dann eigentlich irgendwie so einmal so rum wie im Bogen. Ich würde also am liebsten screenshotten und dann... Puh. Die Schatzsuche ist fehlgeschlagen. Oh, nächste Insel. Ja, die ist gleich hier drüben. Gehen wir gleich hier ran. So, wo wird denn begonnen? Direkt dran, okay. Heißt, irgendwie so hier. Der Sandsturm hat sich gelegt. Das ist wunderbar. Dann so irgendwie, so und so, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das sieht gut aus. Irgendwie so. Funktioniert auf jeden Fall. Und damit können wir jetzt wie viel versorgen? Ich weiß es gar nicht. Da schaue ich mal ganz kurz nach. Anno 1404 Fan-App. Wo haben wir dich denn da? Wir wollen produzieren Lederwämser. So. Ui. Puh. Wir brauchen noch mal Kohle, sehe ich gerade. Hatten wir nicht eine Kohlemine? Nee, das war nicht hier. Sie haben einen Schatz gehoben. Oh, das ging ja schnell. Den nehme ich doch gleich mal, wenn deine Kühe kamen. Komm, schmeißen die Kühe einfach mal ins Wasser. Weil wir nichts Besseres zu tun haben. Und dann bringen wir mal das Ganze hier runter. Wie geht es eigentlich jetzt den Einwohnern? Ihr Brot haben sie wieder und hier stabilisiert sich es auch langsam. Ich habe nur das Gefühl... Sieht okay aus. Das sieht eigentlich auch okay aus. Sieht auch okay aus. Und hier auch. Okay, also... Ich weiß nicht, sind die Steuern so niedrig auf einmal? Habe ich irgendwas verpasst? Hier sieht es gut aus. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Gut, es könnte natürlich auch daran liegen, weil wir ständig am Bauen sind, dass die Steuereinnahmen natürlich etwas runtergehen. Haben wir hier Kohle irgendwo? Nee, okay, brauche ich gar nicht weiter suchen. Dann machen wir einfach mal Folgendes. So. Ja, natürlich. Was auch sonst. Ja, dann können wir gleich nochmal den Hafen dort erschließen. Ist gar nicht schlecht. Oder dann baue ich den einfach mal hier rein. So. Und wir müssen eh noch eine Wegverbindung bauen. Warte mal, dann mache ich das mal folgendermaßen. Wir ziehen den Weg hoch. Wir ziehen den Weg hinten. Okay, ganz vergessen. Wir haben keine Steine mehr. Wir ziehen den Weg hier hinten lang. So. Dann an den Marktplatz. Und du auch an den Marktplatz. Und der hat seine 100%. Wunderbar. Sehr schön. Dann können wir da auf jeden Fall schon mal Salz produzieren. Jetzt brauchen wir nur noch die Gerbereien. Aber für die brauchen wir ganz sicher Ziegel. Ja, okay, ist gut. Ich baue hier nochmal einen Steinbruch. Können wir den hier irgendwo... Ah, der kommt nicht ran. Schade. Nee, der... Doch, hier würde er rankommen. Wenn wir ihn hier bauen, würde er rankommen. Okay, dann baue ich hier um. So. Ganz knapp.
So. Funktioniert immerhin, ne? Komm, wir füllen das Steinvorkommen gleich nochmal auf. Dann können wir da schön 4000 Steine rausernten. Auch hier die Salzmine, da können wir auch nochmal irgendwie... Okay, die war eh fast voll. Wunderbar, dann haben wir hier nämlich eine eigene Steinproduktion. Holz produzieren wir hier auch. Sollte jedenfalls. So. Vom Holz her würde ich nochmal ein paar mehr Holzfäller vielleicht bauen. Da mache ich mal Folgendes. Nummer 1. Nummer 2. Und die kommen sich, glaube ich, eh ins Gehege. Boah, wenn wir die hinten so, dann könnte es klappen. So, und dann bauen wir nämlich hier so den Weg lang. Dann so. Und so. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die Salzmine stellt nichts her, weil der Marktplatz da gar nicht hinreicht. Ja, natürlich. Okay, wir brauchen immer noch Ziegel. Ich glaube, die Insel ist ja nicht so weit weg. Dann bringen wir einfach mal Steine rüber. Sind hier die Steinbrüche eigentlich überhaupt noch aktiv? Oder haben wir die schon wieder lahmgelegt? Die sind schon wieder lahmgelegt. Ich schalte die mal wieder an. So, gleich nochmal hier aufdingsen. Und hier brezeln wir auch gleich nochmal ein bisschen hoch. Und dann machen wir Folgendes. Och, schön, wie viel Brot wir jetzt haben, ne? Stein brauchen wir. Und dann bringen wir die Steine einfach mal direkt rüber. So viel können wir da eh nicht einlagern. Machen wir es mal lieber so. Jo, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann setze ich an dieser Stelle auch erstmal wieder einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal machen wir dann gleich weiter, damit wir unsere Patrizia endlich mal wieder ruhig gestellt bekommen. Und dann sage ich erstmal, jo, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, dann müssen wir jetzt wirklich mal anfangen, hier die Insel zu besiedeln. Haben wir hier zufällig schon ein Schiff irgendwo rumzugurken? Ja. Weißt du, dann hole ich nämlich hier gleich mal die Fruchtbarkeit raus. So. Was? Ach, die war ja gar nicht hier, verdammt. Okay, dann gehe ich gleich hier runter. Ich nehme ja eh gleich die nächste Folge im Anschluss auf. Hier haben wir die Fruchtbarkeit und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Vor allem gleich, also ich weiß gar nicht, wann die jetzt hier rauskommt. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Anno 1404 Venedig und bis dahin, haut erstmal rein. See ya!